Herzlich willkommen zur ersten Vorlesung zum Thema Vergaberecht. Heute schauen wir uns die Grundlagen dieses Rechtsgebiets an und widmen uns dann dem vergaberechtlichen Auftraggeberbegriff. Das Vergaberecht regelt die Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen sowie die Vergabe von Konzessionen durch staatliche oder vom Staat beeinflusste Auftraggeber. Das Vergabewesen hat enorme wirtschaftliche Bedeutung. Es geht um bis zu 20% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland sowie in Europa. Ziel des Vergaberechts ist es, einen transparenten Wettbewerb zu gewährleisten, in dem alle Teilnehmer gleich behandelt werden. Grundsätzlich soll das wirtschaftlich günstigste Angebot ausgewählt werden, um den öffentlichen Haushalt zu schonen. Das Vergaberecht soll verhindern, dass Aufträge wegen Bequemlichkeit, Gefälligkeit oder sonstigen sachfremden Erwägungen an bestimmte Anbieter gegeben werden. Es schützt damit auch vor Korruption. Die Grundlagen des deutschen Vergaberechts finden sich im Haushaltsrecht. Mittlerweile wird das deutsche Recht aber vom EU-Vergaberecht überlagert. Über bestimmten Auftragsschwellenwerten richtet sich die Auftragsvergabe nun nach dem vierten Teil des GWB. Das Vergaberecht hat eine lange Geschichte. Zunächst gab es Absteigerungen. Den Zuschlag für öffentliche Aufträge erhielt, wer das geringste Entgelt dafür forderte. Oft führte das aber zu unrealistischen Kostenkalkulationen und zu Problemen und Mängeln bei der Auftragsausführung. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Verdingungsausschuss mit Vertretern aus Politik, Industrie, Handwerk und Gewerkschaften einberufen, der sogenannte Verdingungsordnungen vorlegte, in denen ein schriftliches Verfahren der Auftragsvergabe geregelt wurde. Heute finden sich die grundlegenden vergaberechtlichen Regelungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb gewisser Schwellenwerte im GWB. Bis heute gibt es aber auch untergesetzlich konkretisierende Verdingungsordnungen. Das Problem, dass im Vergabeverfahren zu günstige Angebote gemacht werden und die realen Kosten von Projekten wie etwa der Elbphilharmonie in Hamburg oder dem BER in Berlin deutlich teurer sind, besteht bis heute. Einige Grundsätze des Vergaberechts gelten für alle Beschaffungsvorgänge, also sowohl diejenigen im Oberschwellenbereich als auch im Unterschwellenbereich. Das gilt etwa für das unionsrechtliche Diskriminierungsverbot und die europarechtlichen Grundfreiheiten. Sofern ein grenzüberschreitender Bezug gegeben ist, gilt dies auch im Unterschwellenbereich. Daraus werden das Gleichbehandlungsgebot und das Transparenzgebot abgeleitet. Ferner gelten die Grundrechte nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 12 Grundgesetz. Schließlich sehen einige Landesgesetze besondere Vorgaben für Auftragsvergaben vor. Auf völkerrechtlicher Ebene wird das öffentliche Beschaffungswesen im Agreement on Government Procurement geregelt. Das EU-Vergaberecht und das korrespondierende deutsche Vergaberecht entsprechen den Vorgaben der völkerrechtlichen Vereinbarung. Abgesehen von diesen allgemeinen Grundsätzen ist das deutsche Vergaberecht zweigeteilt in Aufträge und Konzessionen, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert die in § 106 GWB genannten Schwellenwerte überschreitet und Aufträge, deren Auftrags- und Vertragswert unter diesen Schwellenwert liegen. Das Oberschwellenvergaberecht wird auch als Kartellvergaberecht bezeichnet. Die genauen Schwellenwerte schauen wir uns gleich nochmal näher an. Für die sogenannte Oberschwellenvergabe gelten die EU-Vergaberechtsrichtlinien, die in § 97 fortfolgende GWB in deutsches Recht umgesetzt wurden. Weitere Einzelheiten finden sich in den sogenannten Vergabeverordnungen sowie in der VBA. Entscheidend ist in der Oberschwellenvergabe, dass unterlegenen Bietern Rechtsschutz zusteht, wenn Vergaberechtsregelungen verletzt wurden. Anders sieht das bei der Unterschwellenvergabe aus. Hier finden die Regelungen der GWB keine Anwendung. Es gilt vielmehr das Haushaltsrecht in Verbindung mit der Unterschwellenvergabeverordnung bzw. Teil A der VOB. Darin werden zwar auch Ausschreibungspflichten und bestimmte Verfahrensmodalitäten festgeschrieben, allerdings vermittelt das Haushaltsrecht als reines Innenrecht grundsätzlich keinen Rechtsschutz. Rechtsschutz kann sich im Bereich der Unterschwellenvergabe also nur aus den Grundrechten ergeben. Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, verhindert immerhin völlig willkürliche Vergaben. Ausnahmsweise entfaltet auch die Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz Schutz vor grob rechtswidrigen Vergaben. Das Rechtsschutzniveau ist aber viel niedriger als im Oberschwellenbereich. Historisch war im deutschen Vergaberecht gar kein Rechtsschutz vorgesehen und man sträubte sich auch dagegen. Anstatt mit dem europäischen Recht das gesamte Vergaberecht einheitlich zu regeln, entschied man sich in Deutschland für eine Zweiteilung und behielt zumindest im Unterschwellenbereich die haushaltsrechtliche Lösung bei.
Wir werden uns im Rahmen dieser Vorlesung vor allem mit dem Vergaberecht der Oberschwellenvergabe beschäftigen. Als Vergaberichtlinien werden vier EU-Richtlinien bezeichnet. Die allgemeine Vergaberechtsrichtlinie betrifft das allgemeine europäische Vergaberecht. Die Konzessionsvergaberichtlinie ist speziell für Konzessionen konzipiert. Was das genau ist, sehen wir uns im Laufe der Vorlesung noch genauer an. Dann gibt es noch die Sektorenrichtlinie. Sie betrifft bestimmte Bereiche, die früher durch staatliche Monopolunternehmen beherrscht wurden und erst durch die EU liberalisiert wurden. Schließlich gibt es die Verteidigungsvergabekoordinierungsrichtlinie. Sie betrifft Beschaffungen von militärischem Bedarf und für Sicherheitszwecke. Schauen wir uns nochmal die Rechtsquellen der Oberschwellenvergabe im Überblick an. Es gelten das europäische Primärrecht, das Grundgesetz und die Landesvergabegesetze. Die Vergaberichtlinien präzisieren sekundärrechtlich das Gleichbehandlungsgebot, das Transparenzgebot und die Grundfreiheiten. Insbesondere wird Protektionismus, also der Schutz des eigenen Marktes vor Konkurrenz, verhindert. Die Vergaberichtlinien greifen aber erst ab bestimmten Schwellenwerten. Die Vergaberichtlinien verlangen außerdem ein effektives Rechtsschutzsystem für unterlegene Bieter im Vergabeverfahren bei vergaberechtlichen Verstößen. Das wird in Deutschland vom GWB umgesetzt, die von den Vergabeverordnungen noch näher präzisiert werden. Am wichtigsten ist die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, die sogenannte VGV. Ich empfehle Ihnen dringend, sich die aktuelle BEC-Gesetzessammlung zum Vergaberecht zu beschaffen, um das Regelungsdickicht im Vergaberecht besser durchdringen zu können. Die Schwellenwerte nach § 106 GWB, ab denen das Oberschwellenvergaberecht Anwendung findet, werden jedes Jahr durch Verordnung festgelegt. Derzeit liegen sie für Bauaufträge und Konzessionen bei 5.350.000 Euro. Für Lieferungen und Dienstleistungen gelten grundsätzlich 214.000 Euro, beziehungsweise wenn die Vergabe durch Bundesbehörden erfolgt, nur 139.000 Euro. Im Anwendungsbereich der Konzessionsrichtlinie und der Richtlinie für den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich gilt ein erhöhter Schwellenwert von 428.000 Euro. Die Berechnung des jeweiligen Auftragswertes richtet sich nach § 3 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, der sogenannten VGV, bzw. bei Konzessionen nach § 2 der Konzessionsvergabeverordnung. Das deutsche Vergaberecht oberhalb der Schwellenwerte ist aus historischen Gründen kaskadenartig aufgebaut. An der Spitze stehen die Vergaberichtlinien. Diese entfalten aber natürlich grundsätzlich keine unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten, sondern bedürfen der gesetzlichen Umsetzung. In Deutschland ist das, wie gesehen, mit § 97 fortfolgende GWB erfolgt. Je nachdem, um welche Art von Vergabe es geht, wird das GWB noch von den Vergabeverordnungen konkretisiert. Es gibt die Allgemeine Vergabeverordnung, VGV, die Konzessionsvergabeverordnung, CONS-VGV, die Sektorenvergabeverordnung, SEKT-VO und die Vergabeverordnung im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, VSVGV. Speziell für Bauleistungen verweisen die VGV und die VSVGV zudem auf die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, die sogenannte VOBA. Schauen wir uns nun die vom Vergaberecht erfassten Auftraggeber an. Das GWB-Vergaberecht ist nur dann anwendbar, wenn ein Auftraggeber im Sinne von § 98 GWB handelt. Das heißt, ein öffentlicher Auftraggeber gemäß § 99 GWB, ein Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder ein Konzessionsgeber im Sinne von 101 GWB. Schauen wir uns zunächst den öffentlichen Auftraggeber nach § 99 GWB an. Klassische öffentliche Auftraggeber sind die in § 99 Nummer 1 GWB genannten Gebietskörperschaften, das heißt der Bund, die Länder und die Kommunen sowie ihre Untergliederungen. Um eine Flucht aus dem Vergaberecht durch die Gründung öffentlich-rechtlicher Unternehmen zu verhindern, sieht § 99 Nummer 2 GWB mit dem sogenannten funktionellen Auftraggeberbegriff vor, dass das Vergaberecht auch diejenigen selbstständigen Rechtsträger des öffentlichen oder privaten Rechts erfasst, die im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen haben und von den klassischen öffentlichen Auftraggebern überwiegend finanziert oder sonst kontrolliert werden. In § 99 Nummer 2 GWB ist von juristischen Personen die Rede. Allerdings kennt das Zivilrecht auch Rechtsträger, die zwar nicht diese Eigenschaft haben, jedoch Rechte und Pflichten begründen können, etwa die offene Handelsgesellschaft.
Da diese deutsche Besonderheit den Anwendungsbereich des europäischen Vergaberechts nicht einzuschränken vermag, können also auch offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Partnerschaftsgesellschaften, Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen sowie Gesellschaften im Gründungsstadium an das Vergaberecht gebunden sein. Eine Tätigkeit liegt im Allgemeininteresse, wenn sie der Befriedigung kollektiver Bedürfnisse dient. Das wird bei Personen des öffentlichen Rechts, also zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Anstalten, vermutet. Weiterhin muss der jeweilige Rechtsträger nicht gewerblich handeln. Es kommt darauf an, ob der Rechtsträger eine marktbezogene Sonderstellung innehat, die den Wettbewerbsdruck so reduziert, dass nicht schon die Konkurrenz am Markt eine diskriminierungsfreie Auftragsvergabe garantiert. Das ist der Fall, wenn sich die juristische Person in ihren Entscheidungen schon gar nicht von wettbewerblichen Erwägungen leiten lässt. Schließlich handelt es sich nur dann um einen öffentlichen Auftraggeber nach § 99 Nummer 2 GWB, wenn der Rechtsträger im Sinne von Litera A bis C besonders staatsgebunden ist, etwa wegen überwiegender staatlicher Finanzierung, der staatlichen Aufsicht über die Leitung des Rechtsträgers oder bei einer mehrheitlichen Organbesetzung durch den Staat. Die besondere Staatsgebundenheit kann sich in einem Konzernverbund auch daraus ergeben, dass der Rechtsträger mittelbar durch einen öffentlichen Auftraggeber beherrscht wird. Nach § 99 Nummer 3 GWB sind auch Verbände, deren Mitglieder Gebietskörperschaften oder funktionelle Auftraggeber sind, an das Vergaberecht gebunden. Zu denken ist an kommunale Spitzenverbände, Abwasserverbände, Wasserversorgungsverbände und Abfallverbände. Nach § 99 Nummer 4 GWB werden Personen des privaten wie auch des öffentlichen Rechts an das Vergaberecht gebunden, wenn sie für bestimmte Baumaßnahmen und die Errichtung von bestimmten Einrichtungen der Daseinsvorsorge oder für die damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen und Wettbewerbe von öffentlichen Auftraggebern Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50% subventioniert werden. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Auftraggeber den Regeln des Vergaberechts dadurch entziehen, dass sie Subventionen an Dritte gewähren, welche dann die Aufträge ohne das Vergaberecht anzuwenden vergeben. Kommen wir nun zu den Sektorenauftraggebern nach § 100 GWB. Für bestimmte Wirtschaftsbereiche, die sogenannten Sektoren, in denen der Wettbewerb eingeschränkt ist, weil der Markt erst vor kurzem liberalisiert wurde, enthalten die § 136 fortfolgende GWB und die Sektorenverordnung ein Sondervergaberecht. Das Sektorenvergaberecht stellt in seinem Anwendungsbereich Lex Specialis zu den sonstigen vergaberechtlichen Regeln dar. Sektorenauftraggeber können gemäß § 100 Absatz 1 GWB zum einen öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 Nummer 1 bis 3 GWB sein, die eine Sektorentätigkeit nach § 102 GWB ausüben, zum anderen aber auch Private, die eine Sonderstellung im Wettbewerb innehaben und eine Sektorentätigkeit ausüben. Zu den Sektorentätigkeiten gehören gemäß § 102 GWB Aufträge, die auf dem Gebiet der Trinkwasserversorgung, der Energieversorgung, also Elektrizität, Gas, Fernwärme und fossile Brennstoffe und des Verkehrs vergeben werden. Postdienste fallen in Deutschland nicht mehr unter die Sektorentätigkeit, da der Markt hier hinreichend liberalisiert ist und die Kommission daher die Post in Deutschland freigestellt hat. Zu den Sektorenauftraggebern gehören wie gesehen auch Private, sofern sie eine staatlich beeinflusste Sonderstellung im Wettbewerb haben. Zum einen gilt das Sektorenvergaberecht danach gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 2 Litera A und Absatz 2 GWB, wenn den Unternehmen besondere oder ausschließliche Rechte eingeräumt wurden, die dazu führen, dass die Ausübung der Sektorentätigkeit einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten ist und andere Unternehmen an der Ausübung dieser Tätigkeit weitgehend gehindert sind. Zum anderen kann ein Privatrechtsträger nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 Litera B und Absatz 3 GWB ein Sektorenauftraggeber sein, wenn öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 Nummer 1 bis 3 GWB auf das Unternehmen einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben können. Vergibt ein Sektorenauftraggeber einen anderen Auftrag als zu Sektorenzwecken, kommt nicht das Sektorenvergaberecht, sondern das allgemeine Vergaberecht zur Anwendung. Schließlich gehören auch die Konzessionsgeber nach § 101 GWB zu den vom Vergaberecht erfassten Auftraggebern.
Konzessionen unterscheiden sich gemäß § 105 GWB dadurch von öffentlichen Aufträgen, dass die Gegenleistung zumindest auch im Recht zur Nutzung des Bauwerks oder zur Verwertung der jeweiligen Dienstleistung besteht. Wenn also bei einem Vertrag über den Bau einer Autobahn die Gegenleistung nicht in der Zahlung eines Lohns besteht, sondern das Unternehmen dafür das Recht erhält, auf dem entsprechenden Abschnitt eine Nutzungsgebühr, also sogenannte Maut, von den Straßennutzern einzuziehen, so handelt es sich um eine Konzession. Die Paragraphen 148 fortfolgende GWB und die untergesetzliche Konzessionsvergabeverordnung enthalten Sonderregelungen hierfür. Das Konzessionsvergaberecht geht dem allgemeinen Vergaberecht und dem Sektorenvergaberecht in seinem Anwendungsbereich vor. Konzessionsgeber sind gemäß § 101 GWB öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 Nummer 1 bis Nummer 3 GWB, die eine Konzession vergeben, sowie öffentliche und private Sektorenauftraggeber, die eine Konzession zur Ausübung einer Sektorentätigkeit gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 GWB vergeben. So, das war's auch schon mit unserer ersten Vorlesung zum Vergaberecht. Bitte arbeiten Sie das Thema mit dem Skript nach und lesen Sie alle relevanten Normen. Bitte bereiten Sie außerdem den kleinen Übungsfall für das Webinar vor und stellen Sie gerne Fragen im Forum von Moodle. Zur Vorlesungszeit treffen wir uns dann bei Zoom zum Webinar.